Moin moin und willkommen zurück zu Anomaly Defenders. So, Mission 17 sind wir. Das sieht zuerst nicht kompliziert aus, aber es gibt 8 mögliche Routen. Oh mein Gott. Und es gibt noch Luftrouten. Ja, Harvester einsetzen ist klar. Kurzen Blick nochmal ins den Technologie-Tree, damit ich weiß, was ich habe. Denn das vergesse ich natürlich sofort wieder, wenn das Spiel einmal beendet wird. Okay, günstiger kann ich kaufen, wie ich sehe. Sniper noch auf Level 2, genauso wie EMP. Phantom ist auf Level 2. Harvester, B-Mod und Blaster voll. Das finde ich in Ordnung. Gab es nicht etwas Neues ab Level 17? Also danach? Der Stormer. Das hört sich schön an. Okay, probieren wir es einfach. Ich könnte mich anders anhören nach, wegen dem neuen Audio-Setup. Mal sehen, wie die Folge wird. Okay, er geht hier durch. Was soll mir da sagen? Hier will ich schon einen Harvester haben. Da auch einen. Dann würden sie doch so fahren. Und dann da unten hin. Da kriege ich auch das meiste. Kommt hier dann noch zum Schuss? Das ist besser, als wenn sie hier fahren. Hier unten lang. Das könnte ein bisschen länger sein, aber so toll ist das auch nicht. Und ich kriege kein Geld. Das wäre nicht besser. Und jetzt kriegen wir schon komische Zahlen an Geld. Wir haben keine schönen Behemoth-Punkte. Dann Phantom dazwischen. Die haben sich eigentlich in der Regel ziemlich bezahlt gemacht. Deswegen lasse ich da dann noch die Stelle frei. Und schaue, glaube ich, erstmal, was jetzt kommt. It may not look that complicated at first. But there are 8 possible routes leading to the 17th launch pad. Oh, and I didn't count the airborne routes. As always, use your harvesters wisely. Schauen wir mal, was wir machen. So, kommt mal ran, bis ich meine EMP setzen kann. So, jetzt. Dann werdet ihr doch wohl down kriegen, oder? Aber auch gerade so. So, kommt dran. Ich will sehen, was kommt. Schon ein bisschen was. Phantom will ich hier dazu haben, denn da brauche ich die Reparatur. Da kann ich mir eigentlich nur Enforcer hinsetzen. Blaster ist zu gering. Oder Enforcer? EMP. Ganz dringend nachsetzen. So, macht's kaputt. Sehr schön, hat geklappt. Dich will ich verkaufen. Da kommt nämlich ein Phantom hin. Oh, das Ding war ja auch leer. Sagt mir das doch jemand.
So, der kann sich selbst nicht reparieren. Das ist natürlich etwas schade. Oh oh. Was wollen wir haben? Snipe. 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 Die greifen die jetzt schon an. Sehr schön. Das ist sehr schön. Oh. Ich dachte jetzt nicht, dass die den angreifen. Ganz schnell reparieren, bevor die hier unten lang gehen. Upgrade, bitte. So, der hier ist gleich leer. Der kriegt ein Upgrade gleich rein. So, EMP bitte. EMP bitte. Human forces approaching. Ja, es ist mir jetzt klar, dass die ankommen. Und wenn, dann bitte in meinem. Der könnte hier, glaube ich, schon den erreichen, oder? Ja, er erreicht er. Okay, können momentan hier nur so wirklich. Hier in die Repair rein. Okay. Hat gut geklappt. Alles in Ordnung. Vielleicht lohnt sich da ein Range Upgrade. So, die sind beide schon voll. Oh. Sniper, Sniper. Na, doch, das sieht brauchbar aus. Den kriegen wir auch. Sehr schön. So, die sind bald schon wieder leer. Schade ist, dass ich in der Regel nichts in der Nähe der Harvester habe, um da einen Phantom hinzusetzen. So, ruhig noch einen EMP-Puls. Und so sieht das gut aus. Ja, darauf baue ich, dass hier mal ein ordentlicher Angriff kommt.
Okay, kann ich gar nicht auswählen. Habe ich nicht, glaube ich, vorher noch gar nicht probiert. Das wäre es natürlich gewesen, dass sich dahinter was Tolles verbirgt. Upgrade. Ist geupgradet. Was soll ehrlich gesagt das Execution, was hin und wieder mal hochkommt, bedeuten? Warning. Human forces approaching. Das hier fände ich wäre noch ein schöner Behemoth-Punkt, genauso wie hier. Ob ich die jemals brauche, ist eine ganz andere Frage. Blaster und hier einen Phantom. Der könnte den nicht reparieren. Kommt er jetzt rein? Er kommt jetzt rein. Also Sniper, Sniper. Was, wenn wir schon dabei sind, darf der hier auch. Ja, wirklich beschweren kann ich mich jetzt nicht über fehlende Energie. Gut, das ging flüssig. Was kommt noch? 7 Stück. Heißt, da sollte noch einiges ankommen. Oh, die sind gemein. Bär, ich glaube hier ein Bär hin. Und gegen EMP-Puls, wenn viele drin sind, habe ich auch nichts dagegen. Und wenn die nicht angreifen können, soll mir das natürlich recht sein. Ja. Das lief zu gut. Ja, EMP-Puls ist ziemlich klasse dagegen. Warning. Attackers approaching. Kalasaurin deposit depleted. Kalasaurin deposit depleted. So, jetzt kommt's aber auch wirklich ran. Mehr Sniper. So, die fliegen hier lang. Heißt da und da will ich definitiv auch noch Blaster hin haben. Da kommt mal ein Enforcer. P-Puls, EMP-Puls reparieren. Ja, damit ist schon alles viel gegessen diese Runde. Reichweite. Der ist schon auf Reichweite gestellt.
kann ich zwei Sachen auf einen wirken. Nee. So, Rage kann ich mir im Moment wirklich leisten. Die Energie habe ich. So, EMP. Meine Güte, hält das Ding viel aus. Da die auch ziemlich viel Schaden machen. Also Schaden eigentlich gar nicht mal. Stimmt, Rage auf dem Blaster macht eigentlich wenig Sinn. Naja. Snipe, Snipe, Snipe und Snipe. Der hier oben darf gerne mal. Danke. Und der muss ja noch an meinen anderen Behemoth vorbei. Da mache ich mir jetzt noch keine Sorgen. Genau deswegen. So, die letzten beiden Wellen. Das war knapp. Dass der eine so tief unten war, das habe ich kaum bemerkt. Oh, meine Güte. Oh, das wird böse. So, durchgängig hier EMP. I'm glad to see that even massed forces are no match for you. Area clear. Commencing launch sequence. Sehr schön, jetzt können wir Stormer bauen. Den schaue ich mir doch gleich mal an. Stormer. Also, damit kann ich Luft angreifen. Das ist schon mal sehr schön. 180 an Reichweite. Das ist noch mal mehr als der Enforcer. Gut, kostet auch ein kleines Vermögen, aber... Maximum Damage 24, das ist etwa... Das ist ein besserer Enforcer.
Ja, wobei der auch ganz viel Platz braucht. Also haben will ich ihn definitiv. Predator bin ich kein großer Fan von. Werde ich, glaube ich, so schnell auch nicht mehr. Phantom kann ich mir so nicht mehr leisten. Okay, was die Lebenspunkte angeht, sind die auch beide gleich. Außer dass der halt die Schilde noch drumherum hat. Die hat der gar nicht. Ich pack mir mal den Enforcer weg. Phantom möchte ich gerne dazu haben. Mit 2 Punkten kann ich mir nichts leisten. Neunzehn kriegen wir Scorcher. Sehr schön. Auf die warte ich. Gut. Aber wir sehen mal wahrscheinlich in der nächsten Mission, wie sich diese Scorcher... nicht Scorcher. Wie heißen sie? Stormer machen. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.